Betätigung der Haltewunschtaste. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Straßenbahn, Stadtbahn und U-Bahn sind Schienenfahrzeuge des öffentlichen Personennahverkehrs. Diese Bahnen fahren mit Strom, erzeugen so keine giftigen Abgase und sind umweltfreundlich. Aber wo ist der Unterschied zwischen einer Straßenbahn, einer U-Bahn und einer Stadtbahn? Schauen wir uns das mal näher an. Die Straßenbahn fuhr ursprünglich als innerstädtisches Verkehrsmittel auf in der Straße verlegten Gleisen. Das tut sie auch heute noch manchmal. Dort ist sie aber sehr stark vom Autoverkehr abhängig und so wurde sie in verschiedener Weise weiterentwickelt. Durch die Verlegung von Strecken auf eigene Bahnkörper wurde aus der Straßenbahn eine sogenannte Stadtbahn. Vorteil der Stadtbahn ist, dass sie weniger abhängig vom Straßenverkehr ist, da sie eine eigene Trasse befährt und nicht ständig irgendwelche Autos vor oder hinter ihr fahren. Verläuft die Trasse der Stadtbahn unterirdisch, also durch einen Tunnel, dann wird die Stadtbahn zur U-Bahn. Das U bei U-Bahn steht übrigens für unabhängig. Denn sie fährt allein auf ihrer unterirdischen Trasse von U-Bahn-Station zu U-Bahn-Station und wird dabei von keinem anderen Verkehrsmittel gestört. Deshalb kann die U-Bahn mit hohen Geschwindigkeiten fahren und ist zudem ein sehr sicheres Verkehrsmittel. Gewartet werden alle Bahnen aber überirdisch im Betriebshof. Hallo ihr vier, ich heiße Ralf und ich zeige euch jetzt mal, wie so eine Bahn funktioniert. Ja Jonas, das ist jetzt die Fahrerkabine. Das sind aber ganz schön viele Knöpfe hier, also den erkenne ich, das ist ein Tacho, aber wozu zum Beispiel dieser Knopf? Das ist, um die Batterie zu betätigen. Also ich kann die Batterie einschalten oder ausschalten. Das brauchen wir abends, wenn der Wagen abgestellt wird oder morgens, wenn er in Betrieb genommen wird. Und was mit dem hier? Das ist nur eine Anzeige, das ist eine Notbremse. Wenn die im Wagen gezogen wird, dann muss ich dementsprechend reagieren. Ach übrigens, so eine Bahn hat einen sehr langen Bremsweg. Man denkt vielleicht, eine Bahn könnte sofort stoppen. Aber Schienenfahrzeuge haben einen längeren Bremsweg als zum Beispiel Linienbusse. Bis zu 5-mal länger. Dann haben wir hier zum Beispiel noch den Schalter für den Stromabnehmer. Wenn ich hier drauf drücke, fährt der Stromabnehmer hoch. Oder wenn ich hier drauf drücke, dann fährt der Stromabnehmer runter. Hiermit können wir die Weichen betätigen. Das heißt, ich muss nicht aussteigen, wenn eine Weiche falsch liegt. Ich kann einfach, wenn ich drauf zufahre, hier drauf drücken, um sie rechts oder links zu schalten. Und mit diesen Tasten in Kombination kann ich die Türen öffnen, wählen, ob wir eine Trittstufe brauchen oder ob wir die Trittstufen nicht brauchen oder die Türseiten wählen. Ihr braucht übrigens keine Angst davor zu haben, dass ihr mal von einer Straßenbahntür eingeklemmt werdet. Die Tür geht in solchen Fällen nämlich automatisch wieder auf. Und diese Gummilippen hier sorgen dafür, dass ihr euch nicht verletzt. So, und was machen wir jetzt? Ja, jetzt fahren wir mal los. Ja, und so fährt man eine Bahn. Was muss man als Fahrgast einer Bahn eigentlich beachten? Ja, man sollte sich auf jeden Fall immer richtig festhalten und man sollte natürlich ein gültiges Ticket haben. Bei der Benutzung von Straßenbahnen, Stadt- und U-Bahnen gibt es kleine Unterschiede im Vergleich zum Bus. Beim Straßenbahnfahrer könnt ihr nicht wie beim Busfahrer ein Ticket kaufen. An U- und Stadtbahnstationen dürft ihr erst dann den Bahnsteig betreten, wenn ihr euer Ticket vorher abgestempelt habt. Also erst Ticket kaufen, dann am Entwerter abstempeln, dann die Treppe hinunter zum Bahnsteig und dann einsteigen. Und es gibt noch weitere Unterschiede. Seht mal, anders als beim Bus, wo ihr ja vorne einsteigen und hinten aussteigen müsst, könnt ihr bei der Straßenbahn beides tun, wo ihr wollt. Und weil der Straßenbahnfahrer in seiner Fahrerkabine sitzt, könnt ihr ihn auch nicht direkt ansprechen wie einen Busfahrer.
Für Fragen während der Fahrt oder in einer Notsituation gibt es aber eine Sprecheinrichtung im Fahrzeug. Guck mal, ich glaube, da hat jemand seine Jacke vergessen. Ich frag mal. Sie haben den Notruf ausgelöst, wie kann ich Ihnen helfen? Hier wurde eine Jacke liegen gelassen. Ja, können Sie mir diese Jacke bitte nach vorne in die Fahrerkabine bringen? Ja. So, Jonas, ich wünsche dir und deinen Freunden noch einen schönen Tag. Ja, danke sehr. War echt interessant heute. Bis bald.